Hallo liebe Leute, grüß euch, herzlich willkommen bei Modellbau Michel. Ich sitze heute mit dem Rocket am Boden unten. Ich mir denke, wir machen es heute einmal gemütlich. Wir begrüßen euch vom Boden aus. Nein, Scherz, Scherz nur. Wie ihr seht, es gibt da heute ein paar Packerl zum Auspacken. Drei Stickel. Und ich weiß, was drinnen ist, ganz ehrlich gesagt. Ich bin ja schon so gespannt, wie es ausschaut. Und ja, auf jeden Fall würde ich mal sagen, zuerst gibt es einmal das Intro und dann packen wir die Packerl aus, gemeinsam. Bis gleich! So, da bin ich wieder. Ich habe mir schon alles hergerichtet. Das Einzige, was ich brauche, ist eh nur ein Stanley-Messer. Und ich würde sagen, wir fangen jetzt einmal mit einem Packerl an. Wir reißen das auf. Ich plane einen neuen Anbau an der MOBA. Und zwar sollte er groß werden, so 1 Meter bis 1,20 Meter. Das wird er plotten werden. Die wird eine Tiefe haben von 1 Meter und eine Breite von maximal 1,20 Meter. Ja, und dazu habe ich mir ein paar Sachen bestellt. Sobald ich das erste Backel aufmache, wird sie sowieso da roten. Gell? Zwerg. Gut, wir gehen jetzt her. Für die Herrling wieder, komm, bleib. Wir gehen jetzt her und fangen einmal mit dem ersten Packerl an. Und zwar hätte ich gesagt, schauen wir sie das an oder schauen wir sie das an. Ich glaube, das lassen wir dabei. Wir werden mit diesem da anfangen. Ich bin ja schon so gespannt, ob das erstens einmal so wird, wie ich mir das vorstelle. Und ob ich das alles auf die Platten kriege, was ich mir da dann vorstelle, auch ganz ehrlich gesagt. Wurscht. Wir schneiden das jetzt einmal auf. Dann schauen wir, was wir da haben. So, der erste Teil schaut einmal so aus. Gut verpackt. Gut verpackt, aber nicht wirklich viel drinnen. Das erste, was wir da haben, ich zeige es euch dann natürlich eh noch genauer. Fleischmann 6915 Turn Control steht da drauf. Einige von euch kennen das sicher schon. Und es werden ja schon einige wissen, was ich geplant habe, dazu zu bauen auf der MOBA. Wir packen jetzt einmal alles aus und dann schauen wir es genauer an. So, das stellen wir mal da hin. Dieses ist der erste Teil. Weiter. Was machen wir jetzt für uns auf? Das ist ja fast wie Weihnachten. Was machen wir jetzt auf? Machen wir das auf. Ist ja egal. Der Rocky macht es aber gemütlich da, bleibt clean. Hm? Den stört das überhaupt nicht. Was haben wir da? Tja, gerade die richtige Seite aufgemacht. Kennt ihr, was da kennen? Da steht einmal Vollmer drauf. Das ist einmal ein Bausatz. Ich nehme das einmal raus. Schaut recht groß aus, ganz ehrlich gesagt. Wo haben wir den Karton hin? He? Den schmeißen wir einfach jetzt dahinter. Dabei. Vollmer! So, jetzt wisst ihr, um was es geht, oder? Ringlockschuppen. Vollmer. Was hat der für eine Nummer? 45758. Das ist ein sechsteiliger Lockschuppen. Was ich da sehe, ist der relativ groß eigentlich. Der hat eine Tiefe von 42 cm und eine Breite von 86 cm. Ja, und das Ganze sollte man dann auf eine Platte mit 1,20 m mal 1 Meter hinbringen. Ja, stellen wir das da her. Lockschuppen, Steuergerät. Ist ja fast wie Weihnachten. Na, und du? Und was kommt jetzt, glaubt? Wer es weiß, hat gewonnen.
Der größte Teil, der soll auch auf die Platten drauf gehen. Bin schon gespannt, wie das ausschaut. Schwer ist es ja nicht, ganz ehrlich gesagt. So. Rocky hat es gemütlich, der bleibt liegen, der wird sich keinen Millimeter weg. Und was haben wir da? Auch wieder viel Plastik. Sehr gut verpackt. Gut, nehmen wir das einmal raus. Das Plastik. Das Plastik haben wir da her. Jo. Und was haben wir da? Märklin 7286. Ja, der Rocky verdeckt alles. Aber es sieht sich sowieso dann ein bisschen genauer in die anderen Videos auch natürlich noch. Und wir bauen. Eine Drehscheibe von Märklin. Was ich so mitgekriegt habe, ist das eigentlich schon ein älteres Modell. Aber es ist keine gebrauchte Drehscheibe, es ist eine neue Drehscheibe. So, und als erstes, was ich jetzt als erstes einmal machen werde, ich will mal die ganzen Kartons da dann ein bisschen wegräumen. Dass wir da ein bisschen einen Platz haben. So, was haben wir denn da noch drin in der Schachtel? Ein orangenes Kuvert. Ja, das muss ich euch ja dann zeigen, was da drauf ist. Sag ich dann. Das ganze Plastik da rein in die Schachtel. Der Rocky, der macht es da gemütlich, ne? Der lässt sich da nicht verschreiben. Ich denke jetzt gut. So, und jetzt werden wir uns das Ganze einmal näher anschauen. Das heißt, ich baue die Kamera auf ein anderes Stativ auf und dann schauen wir uns die Teile einzeln an. So, wir kommen jetzt einmal zu Teil 1. Fleischmann 6915. Und zwar ist es ein Drehscheibensteuergerät. Einige von euch werden es sicher kennen. Ich packe das jetzt einmal aus und schauen wir uns jetzt einmal an, was wir da alles drinnen haben. Natürlich die Beschreibung dazu ist da drinnen. So wie die Schachtel ausschauen. Ganz gut verpackt eigentlich. Was haben wir da? Das Anschlusskabel. Und das Drehscheibensteuergerät selbst. So, jetzt werden wahrscheinlich einige von euch sagen, bei der Drehscheibe selbst ist sowieso auch ein Steuergerät dabei und außerdem könnte man die Drehscheibe auch digital steuern mit einem Digital-Decoder. Ich glaube DSD 2010 oder wie der heißt oder so in der Richtung, aber da bin ich nicht wirklich am Laufen, ich habe das nur kurz einmal durchgelesen. Aber ganz ehrlich gesagt, ich möchte es mit dem probieren, weil ich möchte es nicht über die CS3 oder über irgendeine Software steuern, die Drehscheibe von Märklin da dann. Und daher habe ich mich entschieden, dieses zu verwenden. Habe mir einige Videos angesehen und ich glaube, dass das ein recht gutes Gerät ist. Was da jetzt natürlich noch fehlt, ist der Trafo. Und zwar geht es von 14 bis 16,5 Volt Gleichstrom bzw. Wechselstrom. Und mit dem werden wir sie dann irgendwann einmal beschäftigen. Ich zeige euch dann natürlich noch, wo das Ganze hinkommen sollte. Oder hinkommen wird, sagen wir so. Ich glaube, das wird recht interessant werden. Packen wir das wieder ein. Beschreibung geben wir auch wieder ein.
den Lokschuppen H0 von Vollmer 45758. Den haben sicher auch einige von euch schon. Ich schaue jetzt ganz ehrlich gesagt trotzdem eine, was mich interessiert. Was ich darüber gelesen habe, beziehungsweise auch in einigen Videos gesehen habe von YouTube, es gibt ja die Möglichkeit, die Tore per Servo, glaube ich, anzusteuern, wenn man nicht alles täuscht. Ja, typischer Bausatz. Kennt ihr eh. Also das muss ganz ehrlich gesagt sagen, das Teil wird richtig groß. Was habe ich gesagt? Steht da hinten, da hinten steht es drauf, glaube ich. 86 x 42 cm. Ja, das wird ein richtig großes Teil werden. Ja, ich bin schon gespannt. Ja, da werden wir mal eine Zaunbausession machen, glaube ich, so ein bei der Menge, was da an Teilen gibt. Ist da sonst keine Beschreibung dabei? Einzige Beschreibung, was da dabei ist, 3,5 A4 Seiten, wie das Ganze zusammengebaut wird. Gut, ich meine, es wird nicht schwer sein. Ha, das wird lustig. Da werden wir sie einmal gemütlich wo hinsetzen. Wahrscheinlich brauche ich Stunden davor, ganz ehrlich gesagt. Wurscht. Dieses wäre der Lokschuppen, der sechsteilige. Ja, was haben wir jetzt noch? Das letzte Teil. Was haben wir noch? Die Drehscheibe. Die Drehscheibe. Märklin 7286 H0. Und jetzt packen wir das Teil einmal aus. Weiter im Geschehen. Packen wir das auf, ist natürlich auch zu biegt ein bisschen. Das erste Mal in meinem Leben, dass ich so eine Drehscheibe in der Hand habe. Ich hätte ganz ehrlich gesagt nie geglaubt, dass ich mir so mal sowas auf die Moba geben werde. Weil bis jetzt hat es mich eigentlich nicht wirklich interessiert. So. Wir werden das einmal da hinten hinstellen. Wir bauen da in Rocky einmal ein bisschen ein. Für ein paar. Ah, du nur liegen bleiben. Du die auch liegen, komm. Ja, ein bisschen brav, ein paar. So, was haben wir da dabei? Da ist eine größere Beschreibung dabei als wie bei den Lokschuppen. Das war die Beschreibung, was dabei ist. In alle Sprachen. In alle Sprachen haben wir das. Und dann ziemlich am Schluss hinten sind die Anschlüsse von der Drehscheibe. Ich muss natürlich ganz ehrlich gesagt sagen, in puncto Anschluss von Drehscheiben, seht's, so Zusätze, Gleisanschlüsse, habe ich mir auch bestellt. Da habe ich auch zwei so Packungen von Märklin 7287, die gehören dazu zu der Drehscheibe. Die gehören da oben dazu, stellen wir da auf. Was ich zuerst sagen wollte, in puncto Drehscheibe, Einbau, Anschluss, Steuerung des Lokschuppens oder überhaupt komplette Steuerung, da habe ich überhaupt keinen Tag, ganz ehrlich gesagt. Was ich nebenbei noch sagen möchte, alle diese Artikel, die ich hier jetzt vorstelle, beziehungsweise schon vorgestellt habe, die habe ich mir natürlich alle selber gekauft. Da habe ich nichts geschenkt bekommen. Ich habe es nicht einmal günstiger bekommen, ganz ehrlich gesagt. Und selbst gekauft, selbst ausgesucht.
selbst bezahlt. Nur geholt habe ich es nicht selber. Die haben wir mit der Post bringen lassen. Was wesentlich einfacher war, ganz ehrlich gesagt. Gut, und jetzt machen wir da mal den Deckel auf. Jetzt schauen wir mal da rein. Spannend, ob das die obere Seite ist. Ob wird schon so stimmen. Yes. Wahnsinn. Wahnsinn. Das Ding ist groß. Puff, voll genial. Irgendwo ein paar Styroporkugeln herinnen. Ganz ehrlich gesagt, das gefällt mir jetzt schon. Schaut das krass aus. Anschlüsse sind da drinnen. Das war ein Steuergerät. Da haben wir noch die ganzen Anschlüsse dabei. Wie gesagt, da muss ich mir erst durchdenken, wie das Ganze funktioniert. Aber ich glaube, dadurch, da wir ja die Steuergeräte da haben, werden wir nicht wirklich viel brauchen von dem Zeugs, was da dabei ist. So, jetzt gehen wir mal her. Nehmen wir das einmal raus. Das ist ein cooles Teil. Schaut euch das an. Schaut das Ganze von hinten aus. Einige von euch kennen das sicher besser als ich, ganz ehrlich gesagt. Ja, das wird interessant, das Einbauen. Und da. Da hätten wir dann das Standardsteuergerät, was da dabei ist bei der Drehscheibe. Ha. Okay. Gut. Dann schauen wir, dass wir das wieder da reinkriegen. Da haben wir dann auch noch Garantieurkunde Alpha McLean. Ist da noch dabei? So, jetzt schauen wir mal, das wieder da reinkriegen, wie das war. Gibt's ja nicht. So kriege ich das nicht mehr hin. Aber jetzt. Ich glaube, jetzt habe ich es. Genau. Jetzt ist es drin. Hast du es doch zusammengebracht, Michel? So, wo ist der zweite Teil? Ja, liebe Leute. Das waren einmal die paar Vorstellungen, die ich euch zeigen wollte, von meiner Drehscheibe, vom Steuergerät und vom Vollmer Lokschuppen. Das ist interessant, ob ich das auch drauf kriege. Ja, passt. Gehen wir das wieder in die Schachtleine. Okay, du musst ein bisschen weggehen jetzt. Schaut euch den an. Der geht nicht weg. Sturrahmen musst du. Jetzt habt ihr gesehen, was in die Parkam drinnen gewesen ist. Wie gesagt, das wird eine interessante Sache für mich und es könnte sein, dass ich vielleicht schon in den nächsten Tagen damit einmal beginne, da ein bisschen was aufzubauen. Es gehört natürlich jetzt wieder mal die Grundplatte aufgebaut. Muss mir da noch ein bisschen reindenken. Ein bisschen einen Plan habe ich schon gemacht. Ich zeige euch jetzt noch, wo das Ganze hinkommt. Wie ihr seht, wir haben ja da den 3D-Drucker. Dieser wird wegkommen. Und dann können wir da vom Anlagenrand, was wir da haben, von da weg. Und zwar
haben wir gesagt, machen wir da eine Länge von in etwa 1,20 Meter. Bis hierüber wird das BW kommen in etwa. So, und zwar fängt das Ganze natürlich von da vorne an. Und von da gehen wir dann noch rückwärts. Und das Ganze natürlich in der Höhe von der Ebene 3. Das heißt, wir kommen da dann noch in etwa 15 cm in die Höhe. Dadurch ist das ganze Bewegung etwas höher gesetzt. Ich habe euch das jetzt halbwegs verständlich gezeigt und erklärt, wie ich mir das jetzt noch vorstelle. Anders wird es ausschauen, wenn einmal der 3D-Drucker weg ist. Der bleibt natürlich in den Raum. Der kommt dann nur unter den Tisch, das geht sich schön aus. Und wenn man da mal einen Platten drauflegt, damit man in etwa Vorstellungen hat, wie das werden wird. Also von der Größe von 1,20 m mal, sag jetzt einmal, 1,20 m mal 1 Meter oder 1,20 m mal 80, so zwischendrin irgendwie, wie das werden. So, jetzt zeige ich euch noch kurz ein bisschen einen Plan im Windreck drinnen, damit ihr euch da ein bisschen was vorstellen könnt auch noch. Da schon ein bisschen was vorbereitet und das schauen wir uns noch kurz gemeinsam an. Wir befinden uns jetzt hier im Windreck. Ich zeige euch mal einen Grundplan von der Anlage. Schaut so aus. Da ist der Durchgang. Im Nebenraum befindet sich das Gleiswendel. Blau ist der Schattenbahnhof. Geht durch eine Wand in den Nebenraum zum Gleiswendel. Da geht es dann bergauf auf die Ebene 0. Das ist in dem Fall gelb. Dann kommen wir auch schon zur grünen Ebene, das ist die Ebene minus 1. Die führt von der gelben Ebene, da geht es runter, auf minus 12 cm. Da geht es wieder rauf. Und da sind wir wieder auf der Ebene 0 im Bahnhof. Und dann gibt es da noch eine Ebene plus 1. Die hat an der höchsten Stelle, momentan jetzt einmal, eine Höhe von 15 cm. Wäre auch an dieser Stelle 15 cm hoch. Und was jetzt dazu kommt, ist an dieser Stelle da, ich blende jetzt einmal die Gleise aus, die wir da jetzt nicht brauchen. Das Gleiswendel können wir ja lassen, das stört einen. An dieser Stelle kommt jetzt eine Platte dazu. Und zwar schaut das so aus. Ich habe da jetzt nur mal 100 cm eingezeichnet. Das wird wahrscheinlich 120 werden. Und die Tiefe daher habe ich nur mal eingezeichnet, 80 cm, weil es geht dann mit einer schrägen wieder darüber. Die komplette Tiefe waren 104 cm. Werden wir schauen, die Größe wird sich sicher noch ändern von der Platte. Das heißt, wir werden da sicher 120 machen und schauen wir, wie wir da draußen weitermachen. Ja, und da soll herkommen das BW. Schaut das so aus. Zeige ich das einmal ein bisschen anders. Das wird alles BW. Geplant sind K-Gleise von der Firma Märklin. Das heißt, nicht mit C-Gleis, sondern mit K-Gleis. Geht da dann von der roten Strecke, von der Strecke plus 1 ab. Das heißt, das Gleis kommt weg, das 24/88. Da kommt dann her eine Weiche. Und zwar kommt daher die 612er Weiche. Die geht dann daher, wird hier verbunden. Und da geht es von einem C-Gleis über auf ein K-Gleis. Zumindest ist es so geplant. Ich denke, ich bleibe beim K-Gleis einmal. Ich werde das Ganze nicht in C-Gleis machen. Eventuell kann es nur sein, dass sich da im Gleisverlauf etwas noch verändert. Werden wir sehen, wie es weitergeht. Und so wird es, oder so sollte es, in etwa aussehen. Schauen wir mal, wie das in der 3D-Ansicht ausschaut jetzt. Zuerst sollte man da aber noch die kompletten Gleise eventuell die werden wir noch auf die Ebene 6 geben, weil das ist nämlich die rote Ebene,
So, und schauen wir mal, wie das in der 3D-Ansicht ausschaut. Damit man sich ein bisschen was vorstellen kann. So, was haben wir da? Mal ein Stückchen rübergeben. So würde das in etwa ausschauen mit dem Lokschuppen. Wie gesagt, es wird sich noch etwas ändern, schätze ich einmal. Das wollte ich euch nur gezeigt haben, damit ihr ein bisschen einen besseren Überblick habt, wie das Ganze ausschauen soll. Wir sehen sich gleich nochmal wieder. Bis gleich. So, liebe Leute, das war's schon wieder mit dem Video. Teil 47 ist jetzt auch vorbei. Ja, auf was ich mich jetzt freuen würde, wenn ihr mir ein paar Kommentare hinterlasst, was ihr machen könnt, wie ihr es machen könnt, wie es ihr machen würdet. Das würde mich wirklich echt interessieren. Und in diesem Sinne bedanke ich mich recht herzlich bei euch, wünsche euch ein schönes Wochenende und ich hoffe, wir sehen uns im Teil 48 oder in irgendwas anderes, was wir heute gerade machen jetzt und dann. Ich weiß nicht, vielleicht fangen wir auch schon mit dem BW an, dass wir einmal so ein Video machen, einmal so ein Video. Ja, mal sehen. Wie gesagt, ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video wieder und ich wünsche euch was. Bis zum nächsten Mal, gell? Pfiat euch. Du mittendrinnen. Genau. So süß sei. Du der Wichtigste. Du bist der Allerwichtigste, weißt du das? Weißt du das? Ja. Der Allerwichtigste bist du. Na, du dich hinlegen. Geh zurück ein Stückchen. Rocky, geh zurück. Geh zurück, geh.